Ich habe das Missionsupdate an die Zitadelle übermittelt, Commander. Sie haben uns die Verstärkungen bestätigt. Botschafter Udina wartet auf der Zitadelle auf unseren Bericht. Der Rat stellt eine große völkerübergreifende Flotte gegen Saren und die geht zusammen. Das wurde auch Zeit. Zurück zur Zitadelle, Joker. Ich will, dass die Normandy diese Flotte anführt. Jawohl, Sir. Gute Arbeit, Shepard. Dank Ihnen geht der Rat endlich wirklich gegen Saren vor. Der Botschafter hat recht. Wenn Saren dumm genug ist, die Zitadelle anzugreifen, wie Sie meinen, werden wir dort auf ihn warten. Wir stationieren Patrouillen bei jedem Massenportal, das die Zitadelle mit den Terminus-Systemen verbindet. Glauben Sie etwa, eine Blockade wird ihn aufhalten? Er sucht auf Eilos jetzt gerade nach der Röhre. Was wollen Sie dagegen machen? Eilos ist nur vom Mu-Portal aus zu erreichen. Tief in den Terminus-Systemen, Commander. Wenn wir eine Flotte reinschicken, wird es auf Krieg hinauslaufen. Commander, wir müssen Diskretion bewahren. Sarens größte Waffe war Geheimhaltung. Entdeckt ist er keine Gefahr mehr. Es ist vorbei. Sovereign ist die wahre Bedrohung. Saren dient nur den Reapern. Sie sind der Einzige, der die Reaper gesehen hat. Und dann auch nur in Visionen. Wir greifen die Terminus-Systeme doch nicht wegen eines Traums an. Ein Schiff zu den Terminus-Systemen löst doch noch keinen Krieg aus. Ich kann diskret sein. Auf Würmeier haben sie einen Nuklearkörper gesprengt. Das würde ich nicht diskret nennen. Ihr Stil hat ihnen vielleicht in der Traverse geholfen, Commander. Das sehen wir ein. Aber Eilos muss man geschickt anpacken. Wir haben die Situation unter Kontrolle. Geheimhaltung ist nicht gerade seine stärkste Waffe. Die Röhre schon. Saren ist großartig im Manipulieren. Die Röhre ist nur eine Ablenkung von seinem wahren Plan, die Zitadelle anzugreifen. Wenn Saren die Röhre findet, sind wir alle erledigt. Wir müssen nach Eilos. Botschafter Udina, ich habe das Gefühl, Commander Shepard will noch nicht aufgeben. Das hier hat ernste politische Auswirkungen, Shepard. Die Menschheit hat durch sie viel gewonnen. Aber jetzt werden sie langsam zu einem Problem. Sie Mistkerl! Sie wollen uns verraten! Reine Taktik, Commander. Sie haben Ihre Arbeit gemacht, jetzt lassen Sie mich meine tun. Wir haben alle Primärsysteme der Normandy ausgeschaltet. Sie bleiben bis auf Weiteres am Boden. Mir versetzt keiner einen Dolchstoß, Udina. Niemand. Ich glaube, es wird Zeit, dass Sie und Ihr Team hier verschwinden, Commander. Das geht Sie nichts mehr an. Der Rat wird sich darum kümmern. Mit meiner Hilfe, selbstverständlich. Commander? Shepard? Ich kann nicht fassen, dass sie dir das angetan haben. Es tut mir so leid. Udina konnte es kaum abwarten, mir in den Rücken zu fallen. Es ist nicht richtig. Du hast alles getan, was sie verlangt haben, und sogar noch mehr. Niemand sonst hätte das vollbringen können, was du getan hast. Der Rat hat dir alles zu verdanken, alles. Aber stattdessen entheben sie dich deines Kommandos und halten die Normandy fest. Ich hätte es besser wissen müssen. Udina, der Rat, die sind doch alle gleich. Kleinlich, blind und dumm. Vielleicht sollten wir den Rat anrufen und dafür sorgen, dass er seine Entscheidung überdenkt. Ich habe sie bedrängt, so gut ich konnte. Sie wollten es einfach nicht einsehen. Das war's dann? Du gehst einfach? Du gibst auf und verdammst die Galaxis? Wir sind vorerst nicht im Spiel, aber ich werde einen Weg finden. Ich glaube an dich, Shepard. Ich stehe dir bis zum Ende bei. Tut mir leid, wenn ich störe, Commander. Ich habe eine Nachricht von Captain Anderson für Sie. Spionieren Sie uns nach, Joker? Nein, Sir. Ich wusste nur, dass Sie auf dem Schiff sind und wollte Ihnen diese Nachricht überbringen.
Der Captain möchte Sie im Flux treffen. Das ist dieser Club unten in den Zivilbezirken. Sie sollten wohl besser zum Treffen hingehen. Innendruck wird Außenatmosphäre angeglichen. Logbuch. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Sie haben also Ihr ganzes Erwachsenendasein damit verbracht, alten proteanischen Müll zu studieren? Unsere jetzigen Reisen unterscheiden sich von meinen normalen Ausgrabungen. Ich würde langwierigere Studien vorziehen und weniger Explosionen. Das ist gut für Sie. Eine nette Explosion, dann und wann, hält den Geist wach. Hallo, Commander. Zeigen Sie mir, was Sie haben. Ich zeige Ihnen die guten Sachen, Commander. Viel Spaß damit.
Soldat, ich habe ein ziemlich großes Problem und ich brauche Hilfe von jemandem, der die Interessen der Menschen vertritt. Die korrekte Anrede lautet Commander. Was wollen Sie? Natürlich, immer gleich zur Sache. Darum hat die Menschheit auch die beste Flotte in der Galaxie. Mein Name ist Elias Kieler. Ich bin ein Abgesandter der Allianz. Wir werden in Kürze ein bedeutendes Treffen mit den Salarianern abhalten. Sie können sich kaum vorstellen, was dabei auf dem Spiel steht. Ich kämpfe genauso wie Sie für die gesamte Menschheit. Kann mich nicht erinnern, Sie mitten im Kampfgetümmel gegen die Geth auf Eden Prime gesehen zu haben. Ich bin zwar nicht an der Frontlinie, aber ich sorge dafür, dass uns nicht alle Jobs von den Aliens genommen werden. Ich brauche jede Hilfe, die ich kriegen kann. Besonders aber ein bestimmtes Mentalstimulans. Es ist legal, aber die Abgabe pro Person ist limitiert. Ich habe meine Monatsration schon verbraucht und brauche jetzt mehr von der Krankenstation. Was für ein Stimulans ist das genau? Ich kenne mich mit den medizinischen Fachbegriffen nicht aus, aber es erhöht zum Beispiel die Geistesleistung und das Kurzzeitgedächtnis. Damit kann ich konzentriert und aufmerksam bleiben. Wenn ich es nehme, entgeht mir nichts. Warum haben Sie mehr als die monatlich erlaubte Dosis genommen? Die Verhandlungen sollten letzte Woche stattfinden, aber die Salarianer haben alles herausgezögert. Vielleicht absichtlich. Wenn ich das Stimulans nicht bekomme, bin ich ein Wrack. Mein Assistent würde übernehmen und die Katastrophe wäre perfekt. Ist Ihr Assistent inkompetent oder nur unerfahren? Schlimmer. Er ist ein Alien-Sympathisant. Mein Assistent meint, vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Er will damit zeigen, dass wir Menschen vernünftig sind. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot. Was ist so bedeutend an diesen Verhandlungen? Die Salarianer wollen die Bedingungen für langfristige Geschäfte festlegen. Es geht um Milliarden Credits. Wenn ich das Mittel nicht bekomme, wird mein Assistent übernehmen müssen und den Deal vermasseln. Ein komplettes Desaster. Sie sollten mehr Vertrauen in Ihren Assistenten haben. Haben Sie ihn nicht instruiert? Mein Assistent meint, vor den anderen Zitadellvölkern kriechen zu müssen. Er will damit zeigen, dass wir Menschen vernünftig sind. Aber kein Volk wird uns achten, solange wir uns nur demütig zeigen. So war es auch mit den Turianern. Mein Assistent ist ein Idiot. Kieler, Sie haben ein Problem. Sie brauchen Behandlung. Von außen mag das vielleicht so aussehen, aber das hier ist nur eine Ausnahmesituation. Alle Top-Verhandlungsführer nehmen diese Stimulanz. Immer am Rande der Legalität. So geht das Spiel nun einmal. Glauben Sie, dass eine Überdosis Stimulanzien und eine Verhaftung dafür der Menschheit helfen werden, Kieler? Vielleicht haben Sie recht. Ich wollte der Menschheit dienen und habe mich selbst dabei überschätzt. Also wird dies das letzte Mal sein, dass ich das Stimulans nehme. Wenn der Deal abgeschlossen ist, begebe ich mich in Behandlung. Sie können der Menschheit nicht helfen, wenn Sie auf Überdosis durch die Verhandlungen torkeln. Sie brauchen sofort Hilfe. Sie verstehen es einfach nicht. Die Menschheit braucht mich und ich brauche das Stimulans. Ohne es werde ich... Ich bin so verwirrt. Ich werde ohne das Stimulans immer so müde. Ich brauche nur noch einen Schub davon. Sie reden schon wie ein Junkie, Kieler. Was muss ich noch sagen, um Sie zu überzeugen? Sie haben recht. Ich werde meinen Assistenten informieren. In diesem Zustand kann ich nicht arbeiten. Ich werde mir helfen lassen. Aber so weit hätte es nicht kommen dürfen. Schuppen wie dieser wollen immer Kroganer als Rausschmeißer anheuern. Scheint fast, als wären wir ein Statussymbol für sie. Alle scheinen hier so beschäftigt, so gehetzt zu sein. Ich frage mich, ob sie glücklich sind. Hey, schön, hier noch einen Menschen zu sehen. Commander, danke nochmals. Ich bin froh, dass Sie gekommen sind, Shepard. Ich habe gehört, was passiert ist. Sie mussten doch wissen, was geschehen würde. Warum haben Sie mich nicht gewarnt? Ich hab's versucht. Der Botschafter wollte mich keine Nachricht verschicken lassen, bevor Sie angedockt sind. Ich weiß, dass Sie jetzt sauer sind, aber Sie können nicht aufgeben. Sie denken alle darüber nach, aber wir wissen beide, dass es das nicht ist.
Sie müssen nach Ailos. Sie müssen Saren davon abhalten, die Röhre zu benutzen. Es gibt nur ein... Die Zitadellkontrollen haben alle Systeme der Normandie ausgeschaltet. Aber wenn wir uns über die Befehle des Botschafters hinwegsetzen, können wir die Normandie wieder online bringen. Sie können in den Terminus-Systemen sein, bevor überhaupt jemand bemerkt, dass sie weg sind. Wenn wir die Normandie klauen, bleiben sie zurück. Und wenn Saren die Röhre findet, wird Leben, so wie wir es kennen, nicht mehr existieren. Die Reaper werden uns vernichten. Menschen, Asari, Eden. Sie sind der Einzige, der ihn aufhalten kann, Shepard. Ich werde also alles tun, was in meiner Macht steht, um euch auf die Normandie zu bringen und weg von dieser Station. Die Normandie zu stehlen ist Meuterei. Was, wenn die Crew mir nicht hilft? Die Normandie ist nun ihr Schiff, Commander. Ihre Crew wird ihnen bis ans Ende der Galaxie folgen, das wissen wir beide. Was haben Sie vor? Ich kann die Normandie von einer der Konsolen im Zitadell-Kontrollzentrum aus aufschließen. Sie werden ein paar Minuten Zeit haben, bevor irgendjemand was bemerkt. Das ist ein eingegrenztes Gebiet, das von bewaffneten Wachen patrouilliert wird. Wie kommen Sie da rein? Überlassen Sie das mir. Sorgen Sie einfach dafür, dass Sie auf der Normandie sind, wenn die Systeme wieder online sind. Es muss einen besseren Weg geben. Botschafter Udina hat den Lockdown-Befehl gegeben. Wenn ich in den Computer in seinem Büro komme, kann ich ihn vielleicht außer Kraft setzen. Er wird nicht einfach daneben stehen und zusehen, wie Sie seinen Computer benutzen. Er wird hoffentlich nicht da sein. Wenn doch, werde ich mir eben was einfallen lassen. Der Botschafter wird das nicht verzeihen, Captain. Sie werden des Verrats angeklagt, wegen Kapitalverbrechens. Wir haben nicht viele Möglichkeiten. Entweder ich stehle mich in den Computer des Botschafters oder ich versuche, an den Patrouillen in der Zitadellkontrolle vorbeizukommen. Sie haben bessere Chancen, wenn Sie sich den Computer des Botschafters vornehmen. Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen würden. Der Botschafter hat dies zu einer persönlichen Angelegenheit gemacht. Commander, sind Sie soweit, dass wir uns von dieser Station davonmachen können? Ich muss mich noch um ein paar Dinge kümmern. Kommen Sie zu mir, wenn Sie dafür bereit sind. Ich werde hier auf Sie warten.